Ein herzliches Servus, Leute. Wir haben Dienstagabend, der Vlog vorhin kam ja raus. Ich habe heute ein bisschen Stallarbeit gemacht, solange ich noch daheim bin, die Zeit nochmal nutzen. Ich habe hier unten bei den Schweinen den Schweinestall sauber gemacht und den Hühnerstall hinten. Und ja, das ist das Endresultat. Das habe ich rausgeholt. Und das verfahren wir jetzt gleich. Ja, die sind jetzt schon im Bett. Es ist mittlerweile fast 5:30. Ich fahre jetzt den Mist noch weg. Dann muss ich noch schnell einen Ballen Heu und zwei Ballen Heu und einen Ballen Stroh auf zu den Viecher tun, zu den Pferden. Dass die noch ihres haben. Die Hunde haben ihre Ration schon gehabt. Die Pferde, wie gesagt, brauchen noch. Und morgen ist dann der Pferdestall groß dran. Ja, ich wünsche jetzt einfach wieder viel Spaß. Mal wieder beim Mistverfahren, weil ich das ja so gern mache. Und ja, wir sehen uns dann noch einmal.
fahren. Ja, so quasi meine Lieblingsarbeit. Ja, was heißt Lieblingsarbeit, aber es muss halt gemacht werden. Ja, Schweine, Hühner, Stall sind sauber. Und ja, bei den Hunden war ich, wie gesagt, fertig. Also beim Leo, der ist ja immer draußen. Der hat jetzt quasi wieder eine frische Decke gekriegt und Futter und Wasser. Und jetzt geht es noch in den Stall hinten bei den Pferden. Da muss ich, wie gesagt, noch schneller Kleinigkeit Futter holen. Und dann sind die auch schon wieder fertig, dann passt das auch. Auch ganz gut so. Und dann ist sozusagen schon wieder Feierabend, so schnell geht die Zeit immer rum. So Leute, Mittwochmorgen ist schon wieder. Heute steht an dem Pferdestall ausmisten, das habe ich ja gestern schon angedeutet. Und Holz und Hackschnitzel oben auffüllen, ist mal wieder leer. Ja, später noch Futter holen. Unter anderem kann ich euch heute auch mal was zeigen. Wie ich habe ja mal gesagt, wir haben auch eine Walze. Und die ist auch mal wieder da. Nein, keine Walze zum draufsitzen, sondern Vibrationswalze, die ist der halt per Hand lenken musst, beziehungsweise auch vorwärts, rückwärts schalten musst, alles muss hinterherlaufen. Und zwar ist das dieses Ding da. Ja, eine Bomag-Walze mit Hatzmotor drauf. An dem Hebel hier kannst du den Vorwärts- und Rückwärtslauf umstellen. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Das Ganze geht natürlich auch hier vorne. Der Hebel ist durchgehend, wie man sieht. Die Vibration kannst du hier dann mit einschalten. Ja. Und das da war, glaube ich, da noch der Gang. Ich glaube, die hatte einen Schnellgang und einen langsamen. Irgendwie so. Links und rechts hat sie zwei Tanks drauf, die mit Wasser gefüllt werden können. Damit man mehr Gewicht hätte. Sind aber aktuell leer. Ja, oben drauf sitzt dann der Dieseltank. Und dann zwei große Stahllaufrollen. Ja, das ist das ganze Ding. Nichts Besonderes. Aber wie gesagt, das haben wir auch schon seit einer halben Ewigkeit. Also ich kann mich erinnern, wie ich klein war, hatten wir das Ding schon auf dem Wagen, wo der gelbe Chemo-Fasswagen drauf ist. Da war immer früher Aufbau, da konnten wir die Walzen draufstellen zum Verfahren mit dem Schlepper, weil sie so schwer war. Ja, gestattet wird sie mit Kurbel. Ist auf alle Fälle auch mal wieder da. Ja, und jetzt würde ich sagen, da mal was. Da machen wir das Holz auffüllen, damit der Ofen wieder Futter kriegt.
auf die Frage zurückzukommen, warum lagern wir eigentlich unsere Schleppe auf Hackschnitzeln oder in den Radlader? Na, ist doch ganz logisch. Ich gehe jetzt da nochmal drauf ein. Wenn die tropfen, dann sammelt sich's wenigstens da und dann hat man das gleich schön, die Hackschnitzel-Brennmaterial. Nee, Ironie aus. Keine Angst. Wir lagern das hier drin. Drüben in der Scheune fällt immer von oben ein Haufen Stroh und Dreck mit runter. Das hast du mit drin, das rußt dann immer unheimlich, das racht da wie Sau, wenn du es in einen Ofen reinhaust. Von daher tun wir es in der Halle lagern. Wir haben hier einen schönen Betonboden, wir haben eine schöne Begrenzung, wo neben nichts ist. Es fällt von oben nichts drauf. Das ist optimal so. Ja, und da stehen halt die Maschinen dann drauf. Schaut zwar immer komisch aus. Da mag der ein oder andere meinen, die Maschinen wären undicht. Das ist aber nicht der Fall. Das ist einfach dem Platz geschuldet. Wir haben keinen anderen Platz dafür. Ein Fahrsilo mit Überdachung wäre natürlich optimal. Aber sowas einmal genehmigt zu kriegen, dass wir sowas bauen können und zweitens haben wir halt das Geld dafür, hat auch nicht jeder. Von daher, so ist doch gut. Hier kannst du auch schön rein mit dem Radlader, wenn du das Zeug noch relativ feucht hast, wie jetzt. Dann kannst du es immer noch ein bisschen wenden. Weil ein bisschen feuchtes Material haben wir noch. Wir tun uns da vorne dann immer ein bisschen dünner ausbreiten. Das kann dann schön luftig trocknen und dann passt das. Ja, und weil ich immer wieder gefragt werde, welcher im Allgäu, ob ich den dann mal wieder fahren kann. Ja, im Moment natürlich schlecht. Wie man sieht, der ist jetzt gut eingebaut. Also hier rauszukommen wird schwierig. Schon alleine wegen der Höhe mit dem Kultivator. Der steht jetzt da hinten. Wie gesagt, aber ich kann Sprit dafür im Moment und jetzt brauchen wir den nicht. Aber der kommt auch immer wieder zum Einsatz. Also keine Angst. Den Schlepper gibt es noch. Bloß nicht ärgern, wenn er jetzt halt nicht im Betrieb ist. Das ist halt einfach, wie gesagt, wir haben keinen Sprit dafür. Und nachdem er hauptsächlich auch im Sommer bewegt wird, dann lohnt sich nicht jetzt, dann Winterdiesel noch extra zu organisieren. Und dann den speziellen, da warte ich bis zum Sommer und dann habe ich einen gescheiten Diesel dafür und gut ist. Ja, gut, dann würde ich sagen, Hackschnitzel noch auf, Paletten oben reinfahren und gut ist. Ja, nun haben wir schon wieder Donnerstag. Gestern ist da nicht mehr viel passiert. Ich habe halt meine Stelle gemacht und den Pferdestall ausgemistet. War ja nichts Besonderes. Ja, wie gesagt, jetzt ist schon wieder Donnerstag. Heute ist mein letzter freier Tag. Wir haben es jetzt aktuell, ja, 15.10 Uhr. Die letzten paar Stunden quasi vor der neuen Arbeit. Nee, ich freue mich schon wirklich richtig drauf. Und ja, was liegt heute nochmal an? Ich habe alle Ställe jetzt, wie gesagt, nochmal sauber gemacht, vorgearbeitet. Weil ich muss mir jetzt da erst einmal wieder einpendeln in das Ganze. Das ist eine andere Arbeit. Ich arbeite zu anderen Zeiten. Also sprich ein bisschen Umstellung. Und aus dem Grund mache ich heute nochmal das Heu und Stroh auffüllen. Dann ist das gleich erledigt. Wasser kriegen die Pferde gleich noch. Die anderen haben auch schon alle Wasser gekriegt. Und frisches Bett und weiß der Teufel was halt alles. Ne? Und das machen wir jetzt heute dann, wie gesagt, durch das Heu und Stroh. Da dazu wieder den kleinen Kramer. Bietet sich an, der steht vorne dran. An den komme ich schön ran und dafür ist er ja da.
So, Heu und Stroh und Wasser ist aufgefüllt, das passt, Stall ist fertig, räumen wir den Kipper noch auf und dann ist schon wieder Feierabend, da bin ich mit allem durch, muss später bloß noch die Schweine und die Hühner einsperren und dann passt es, 1A, was will man mehr? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ein wenig vorbereitet, weil ich weiß ja nicht, mit der neuen Arbeit, das muss ich erst, da muss ich alles ein wenig einbinden, aber wenn es dann nochmal richtig läuft, dann ist das gut und bis dahin muss man halt ein bisschen improvisieren, muss ein wenig Vorbereitungen treffen, ne? Und dann läuft das schon. Wie gesagt, das hat ja vorher mit meinen Berufen auch funktioniert, wie ich Bäcker war. Überhaupt kein Thema gewesen. Dann war ich dann Nachmittag daheim, dann habe ich Nachmittag gleich meine Viecher gemacht, habe mich dann hingesetzt, habe was gegessen. Und dann andere anfallende Arbeiten noch erledigt und abends dann ins Bett. Hier natürlich, wie sonst jemand anders. Jetzt dann im Baumarkt, wo ich die ganze Zeit war, da habe ich halt dann wirklich so gearbeitet, hast die Frühschicht gehabt. Dann hast du Nachmittag deinen Stall gemacht, hast du Spätschicht gehabt, hast du früh deinen Stall gemacht. War halt immer ständiges Hin und Her, du hast eigentlich keinen Rhythmus drin gehabt, das war mal so. Und jetzt dann in Zukunft soll es ja eigentlich so sein, früh die Viecher bloß rauslassen und vielleicht die Schweine und die Hühner noch auf Futter untertragen. Und ja, dann normalerweise erst auf, ja, abends, wenn ich heimkomme, um 4:30 dann die Viecher machen, Ställe machen und dann halt arbeiten, die noch anfallen. Aber das muss ja machbar sein, das muss ja gehen. Und ich denke, das kriege ich auch hin. Gut, räumen wir den Kipper auf und gut ist. Weil immer noch die Frage immer mal wieder auftaucht, wie mache ich das eigentlich mit dem Abstellen und Vorpumpen bei dem Schlepper. Also ich zeige es jetzt hier an dem noch einmal. Ich habe hier die Einspritzpumpe, ist eine Bosch Einspritzpumpe. Das sind die zwei Leitungen, die zu den Einspritzdüsen hochgehen. Und der Hebel da, der ist zum Vorpumpen gedacht. Dazu ziehe ich diesen schwarzen Knopf raus. Dann ist der Hebel beweglich, wenn er drinnen ist, kriege ich ihn hier nicht runtergedrückt. Also rausziehen und dann einmal, zweimal, dreimal, dann kann ich vorpumpen.
Dazu muss ich aber Vollgas geben. Das ist bei dieser Einspritzpumpe so. Die braucht Vollgas, sonst funktioniert sie nicht richtig. So. Der pumpt mir den Sprit vor, oben in den Brennraum rein, ich glühe vor, kann anlassen. Der Hebel hat jetzt noch eine folgende Funktion, also ich kann hier abstellen, auf der Position, und ich kann ihn hier einrasten, da ist er kompressionslos, und könnte hier den Motor leer durchlaufen lassen. Also quasi, die Nockenwelle stellt mir die Ventile oben auf, über die Stößel, und ich habe keine Kompression mehr und kann den Motor leer durchlaufen lassen, ist zum Starten dann einfacher. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ja, und mein Problem mit dem Kühler, also hier sieht man schon das Wasser, das suppt da freudig vor sich hin. Ich habe die Stelle noch nicht gefunden, wo es jetzt wieder rauskommt, aber schön ist das auf keinen Fall mehr. Also ich hoffe, dass da wirklich dann Mitte März was rauskommt und ich hoffentlich dann wirklich einen neuen Kühler herkriege, sonst habe ich ein Problem. Tja. So viel auf alle Fälle dazu. Ja, so viel dann auf alle Fälle wieder mal zu diesem Video. Ein bisschen was ist passiert, vielleicht nicht jetzt die große Welt, aber Vorbereitungen getroffen. Wieder mal ein bisschen schneller gefahren. Ich mache das ja eh mehr gern. Ja, morgen ist dann wie gesagt mein erster neuer Arbeitstag auf der neuen Arbeit. Sagen wir es mal so. Und morgen werden die 2 Wochen rum für die Aufbietung übers KWA. Das heißt, mit Glück vielleicht nächste Woche, dass ich den Brief vom KBA kriege, ob ich den Schlepper jetzt dann endlich zulassen kann. Weil ich denke mal, gemeldet hat sich keiner, sonst hätte ich A schon erfahren und B wäre da doch sehr mysteriös, wenn der Schlepper geklaut wäre, wenn die Geschichte so gut dokumentiert ist wie bei dem. Also dann wäre da wohl was faul. Ja, auf jeden Fall, da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... Ja, keine Ahnung, relevant ist. Die haben jetzt gemeint, mit dem Kaufvertrag, weil ich da unterschrieben habe, müsste ich den Schlepper zulassen. Und das darf nicht mein Vater machen, auch wenn der Schlepper zum Betrieb gehören soll. Ja, da muss ich mich nochmal schlau machen, weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wenn so ist, habe ich ein Problem, weil dann muss ich, wenn der Brief jetzt, sagen wir mal, am Samstag kommt oder am Montag, dann müsste ich bis Donnerstag warten, bis die langen Donnerstag haben. Weil wenn ich arbeiten gehe, komme ich natürlich nicht so einfach da schnell rein. Aber wird man alles sehen. Machen wir uns mal keinen Kopf. Das sehen wir auf jeden Fall, wie es dann weitergeht. Und irgendwann kommen wir schon zum Fahren. Gut, so viel dazu. Nun wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche Dienstag, 16:30 Uhr. Bis dahin, Servus.